oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge, heute mit einer iOS-App und zwar der App Route Cartoons Emoji und Sticker Keyboard App. Und bevor ich es vergesse, muss ich nochmal kurz reinschieben, wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende. Kommen wir zu den technischen Daten der App. Universal App, iMessage App vorhanden, Versionsnummer 1. €1,09 kostet die App. Versionsnummer 1.0.2, 105 MB groß, Sprache Deutsch, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 214 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Ich lese die Beschreibung vor. Schwarzer, aber herzlicher Humor zeichnet die Zeichnungen und Videos von Ralf Rute aus. Mit der Rute Cartoons App und Tastatur habt ihr Zugriff auf mehr als 150 seiner schönsten Bilder, Emojis und Sticker. So könnt ihr endlich seine lustigsten Comics und Charaktere beim Chatten und Schreiben von Nachrichten nutzen. Ihr findet darin alle seine bekannten Cartoon-Figuren, die Flossen HNOWG, Biber und Baum, Piet, Thorsten, Dornbach sowie beliebte Charaktere aus Rute. Werbeparodien. Exklusiv für die App hat Ralf Rute die Flossenhauptdarsteller Barry und Sting. Mit den wichtigsten Smiley-Ausdrücken gezeichnet, Lachen, Lächeln, Zwinkern, Ärgern, Wut, Erröten und so weiter. So habt ihr ein passendes Emoji für jede Situation. Versendet die Bilder direkt aus der App oder installiert euch die Rute-Tastatur. Teilen könnt ihr die Emoticons und Bilder auf Instagram, WhatsApp, Facebook, iMessage, Facebook Messenger, Twitter oder per E-Mail. Dazu muss ich hinzufügen, es geht auch in Telegram als Beispiel. In der App könnt ihr sogar eigene Memes erstellen und den Text anpassen. Die personalisierten Sticker können als Bild gespeichert werden. Das Keyboard funktioniert in allen Messenger-Apps, die das Kopieren und Einfügen von Grafiken unterstützen. Die App beinhaltet außerdem eine QWERTY-Tastatur. QWERTY, auch eine QWERTY, bei mir jedenfalls. Sogar mit Sonderzeichen. Gut, egal, braucht man nicht. Ich würde die Tastatur nutze die Tastatur nur, um auf die Emoticons, die Bilder, die Sticker, wie auch immer, zugreifen zu können. Das Ganze ist ganz witzig, ist was anderes. Ich mag die Route-Zeichnung sehr. 1,09 € nicht zu teuer. Klare Download- und Kaufempfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.